Herzlich willkommen zum psychologischen Quartett von Sinova Psychologie. Heute haben wir das uns also liebe Thema, die lieben Nachbarn. Und ich freue mich, hier besondere Gäste begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt Herr Siegfried Drews. Herr Drews hat seine persönlichen Erfahrungen mit Nachbarschaften gemacht. Im Laufe seines Lebens hat er verschiedene Wohnsituationen erfahren dürfen, und zwar sowohl vom Wohnen in einer Mietwohnung als auch in einer Eigentumwohnung. Herr Drews hat mehr als 7 Jahre in der Schweiz gelebt, völlig anderer Kulturkreis, und lebt heute mit seiner Partnerin zusammen in einer Wohnung mit vielen unterschiedlichen Nachbarn. Herzlich willkommen, Herr Drews. Herr Wagner, schön, dass Sie da sein darf. Danke für die Einladung. Zu meiner Rechten sitzt Frau Helga Gress. Sie hat mit ihrem Mann in einem eigenen Haus gewohnt, danach in ihrem Haus in einer eigenen Wohnung und wohnt jetzt seit mehr als 20 Jahren in einer normalen Mietwohnung in Frankenthal. Ja. Herzlich willkommen, Frau Gress. Dankeschön. Guten Tag. Dann mir gegenüber Herr Johannes Morgenthaler, das ist von Beruf Rechtsanwalt. Er war schon mal früher in Sendungen bei uns gewesen, Gast. Er hat selbst zur Miete gewohnt, wohnt jetzt in einem größeren Haus in einer Eigentumswohnung mit vielen Miteigentümern als Nachbarn, hat seine persönlichen Erfahrungen gemacht mit Nachbarschaftskonflikten. Herzlich willkommen, Herr Morgenthaler. Hallo. Ja, Nachbarn. Nachbarn haben wir eigentlich alle, immer und über uns. Manchmal sind sie dicht bei, manchmal auch etwas weiter weg. Manchmal ist auch grün dazwischen, dass man also noch so ein bisschen ein paar Häschen laufen lassen kann. Das Wort Nachbarschaft, das stammt aus dem Mittelalter, das habe ich mal recherchiert, und war noch bis ins 18. Jahrhundert eine rechtliche Größe innerhalb eines Dorfes. Heute versteht man darunter die in den angrenzenden oder nächstgelegenen Gebäude oder Wohnung lebenden Personen. Das ist so unser Sprachgebrauch heute. In der Regel können wir unsere Nachbarn uns nicht aussuchen. Das heißt, wir kommen irgendwo hin, da sind welche, und wir leben dann da und müssen dann da wieder sehen, wie wir damit umgehen. Wie war denn das bei Ihnen, Herr Drews, mit Nachbarschaft? Ich sage jetzt mal so, aus meiner letzten Wohnsituation heraus, was ich weiß von meiner Partnerin, ja, so einen kleinen Schwank. Sie hat die Wohnung gemietet. Da war zuvor 30 Jahre lang eine Bewohnerin drin. Das heißt, dadurch musste sie komplett renoviert und saniert werden. Ja. Sie hat angefangen, das mit dem Vermieter abzusprechen. Sie hat selbst saniert, auf Eigenregie, eine sehr, sehr gute Vereinbarung. Und man kennt das Beispiel, man legt ein Parkett und Parkett ist auch ein bisschen lauter. Das heißt, das war wirklich so, das letzte Brett müsste eingeschlagen werden, steht der Nachbar vor der Haustür, ja, und fängt an, sich zu beschweren, dass es zu laut ist und sie soll sofort aufhören. Und was ihr denn überhaupt einfällt, an einem Samstagabend 7:50 noch ein Brett einzuschlagen, so nach dem Motto. Das heißt, sie musste wirklich Arbeit ruhen lassen, den Mann, den Mitarbeiter von der Firma nach Hause schicken, der das gemacht hat, sodass dann noch ein paar Tage später kommen musste. In meinen Augen ist es krank, aber ja, okay, das ist eine persönliche Einstellung von der Person, und diese Person oder diese Familie in dem Haus ist eh so ein bisschen der Querulant und der Quertreiber in dem Haus. Also es zieht sich durch alle Situationen durch. Ja. Frau Gress, kennen Sie das auch, so Nachbarn, die als Querulanten da sind? Ja, ich habe eine Nachbarin gehabt. Da habe ich damals ja mit meinem Mann, also wir haben in Scheidung gelebt, in dem Haus gewohnt und musste dann weg. Und da habe ich meiner Nachbarin den Schlüssel gegeben, dass sie den Hund rauslassen kann. Ja, alles schön und gut. Dann war ich mal ein Wochenende bei meinen Eltern. Und wie ich zurückgekommen bin, war die Wohnung halb leer geräumt. Oh. Hat die Nachbarin den Schlüssel meinem Mann gegeben. Der hat ihn nachmachen gelassen und ist dann rein und hat die leer geräumt. Ja, das heißt, Sie waren da getrennt in Ihrer Lebenssituation. Ja, ja, er hat unten gewohnt und ich oben. Und Sie oben. Das heißt, er hat dann das praktisch ausgenutzt und die Nachbarin hat ihn dabei unterstützt. Ja, ja, die hat ihm den Schlüssel gegeben. Ja, ist auch kein feiner Zug. Nein, nee, das war ich. Das war furchtbar. Wie ist das dann weitergegangen? Haben Sie da Klage erhoben oder irgendwas? Ich konnte ja nichts beweisen. Ich habe ja gerade Bilder gehabt, von was jetzt mir gehört. Oder der hat ja alles verschwinden lassen. Mhm.
Das heißt, Sie waren da eigentlich dann wirklich gebeutelt, wie man so schön ja, sagt. Ja, konnte ja. Konnte nichts machen. Ja, und eine rechtliche Möglichkeit haben Sie auch nicht gesehen? Nee, ich hatte ja damals die Rechtsanwältin, die hat das, aber es war nichts zu machen. Ja. Mhm. Herr Morgenthaler, kennen Sie sowas auch? Vielleicht aus Ihrer Rechtsanwalt? Sie sind ja zwar kein Anwalt für Familien oder was das Nachbarrecht, ja, ja. Aber allgemein kennen Sie da sowas auch? Also solche Situationen habe ich natürlich in meiner beruflichen Laufbahn, ich habe auch früher mal Scheidungen gemacht, ja, also. Habe ich natürlich auch mitbekommen. Ja. Mhm. Das ist ganz typisch in einer Trennungssituation. Ja. Ja. Was hat man denn da für Möglichkeiten? Naja, gut, also die Frage ist natürlich immer, was er beweisen kann, aber man hätte dann schon unter Umständen, hätte man auf Rückgabe klagen können und so. Ja. Aber das ist ja immer die Frage, ob man sich das zumuten will in so einer Trennungssituation, ja, ja. Oder ob man nicht sagt, wie man in der Pfalz manchmal sagt, fort mit Schaden. Ja, ja, ja. Mhm. Ja. Jetzt haben Sie ja auch Nachbarn. Ja, wie läuft denn da das Nachbarschaftsverhältnis? Ja. Sie haben jetzt eine Eigentumswohnung. Ja. Und da sind ja noch mehr Eigentumswohnungen richtig, in dem ja. Haus. Das ja. heißt, Sie sind alle Nachbarn und können sich nicht ausweichen. Ja, nee, also innerhalb der Hausgemeinschaft haben wir eigentlich keine Probleme. Ja. Ja. Also da läuft das. Da läuft es, ja. Es gibt mal eine Partei, die auch so ein bisschen Quertreiber ist, aber da kann man aus dem Weg gehen. Wir haben Probleme mit unseren Nachbarn im nächsten Haus. Aha. Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, Nachbarn, ist das jetzt, ich habe ja gesagt, es gibt welche, die sind dicht bei, ist da Grün ja. dazwischen oder wie? Ja, da ist an sich ist schon ein Abstand, ja, also ja. mit dem man leben könnte. Es ist so ein Abstand von 50 Meter etwa zu oh. diesem Haus, ja. Das Problem ist, dass diese Nachbarn nicht unsere Grenze respektieren und da immer mal wieder übergriffig geworden sind. Mhm. Und das ist ein Konflikt, der hat jetzt vor 10 Jahren angefangen und ist immer noch. Der ist jetzt beim Oberlandesgericht Zweibrücken. Ach du Schreck. Also ja. Das heißt, Grenze überschreiten, das ist die Grundstücksgrenze. Richtig, damit, ja. Es geht um die Grundstücksgrenze. Ja. Und es geht um einen Zaun, der auf der Grundstücksgrenze steht. Und dieser Zaun ist sehr schön begrünt. Und ja, also, da hat es immer wieder Übergriffe gegeben, ja. Ja, wollen die da ein größeres Grundstück haben? Oder ich frage mich da ab, was ist der Sinn? Der ja, Sinn? Ja, ja, ja. Also die Situation ist folgendes, ja. Also ich bin dort vor 25 Jahren eingezogen. Und dann hat der Zaun gestanden. Ja. Und 15 Jahre oder 17 Jahre hat niemand an diesem Zaun irgendwie etwas zu zweifeln gehabt. Ja, so. Und dann sind die Nachbarn eingezogen. Wir haben uns eigentlich gefreut, dass es eine Familie mit kleinen Kindern ist, ja. Und als allererstes hat dann mal der Nachbar angefangen, die Begrünung am Zaun zu schneiden. Mhm. Was er eigentlich nicht, ohne Vorwarnung nicht darf. Ja, ja, ja. Gut. Dann habe ich dort angerufen, habe gesagt, hören Sie, finde ich jetzt nicht so gut, was Sie gemacht haben, lassen Sie uns drüber reden. Und dann kommt der tatsächlich auch mit seiner Frau und mit seinem einen Kind rüber und wir haben uns ganz gut verstanden. Ja. Ja. Mhm. Dann habe ich gedacht, der Konflikt ist erledigt. Ja. So, und irgendwann mal hat dieser Nachbar dann angefangen, die Grundstücksgrenze nachmessen zu lassen. Mhm. Und dabei hat sich herausgestellt, dass tatsächlich etwa 6 Quadratmeter dass der Zaun, also dieser Grenzzaun, dass der etwa 6 Quadratmeter von seinem Grundstück in Anspruch nimmt. Aha. Und das wollte er partout beseitigt haben. Ja, also nach dem Motto Recht haben. Richtig, nach dem Motto Recht haben. Also ja. Er versucht, einen friedlichen Ausgleich zu schaffen? Richtig, ja, 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 ja. Wir haben also, er hat auch einen Rechtsanwalt eingeschaltet und der Kollege war an sich sehr, sehr vernünftig, ja. Mhm. Und wir haben uns geeinigt, dass wir im Jahr 300 Euro zahlen, die ganze Gemeinschaft, ja, also jeder ein paar Euro nur, ja. Und wir haben uns geeinigt, der Hausverwalter und der Nachbar haben sich geeinigt, dass wir 300 Euro zahlen und damit ist die Sache erledigt. Ja. Und dann hat die Sache angefangen zu eskalieren, das sollte auf einer Eigentümergemeinschaft auf einer Versammlung der Eigentümergemeinschaft abgesegnet werden. Ja. Und dann hat irgendein Schlaumeier gesagt, das ist viel zu viel. Aha, dann ja. ging es natürlich nochmal von vorne so, los. Und dann haben sich natürlich wiederum die Nachbarn schlecht behandelt gefühlt. Mhm. Ja. Wir hatten bereits einen Vergleich ausgehandelt, ja, und jetzt kommt die Eigentümergemeinschaft und sagt nein. Ja, ja, das ist natürlich blöd. Und dann ist es
noch weiter eskaliert. Mhm. Frau Kress, Sie haben ja mal in einem Haus gewohnt. Kennen Sie da auch so Konflikte mit Zaun und Grenze mit Nachbarn? Ja, mit Nachbarn nicht. Bei uns war ein Feldweg. Mhm. Und da sind, glaube ich, 10 oder 11, denen das gehört hat. Und wir hatten die Mauer, unsere Umzäunung, gemauert. Mhm. Und dann kam irgendwann der Bauer und hat gesagt, er kann nicht mehr reinfahren, weil wir zu weit drüben wären mit der Mauer. Die Mauer zu. Ja, das wäre über die Grenze. Ja, das haben wir dann auch ausmessen gelassen und nee, das war alles okay. Ja. Aber da haben wir auch Rechtsanwalt mit allem. Ja, das heißt, es ist immer mit Ärger verbunden. Ja, ja, war schlimm. Ja, und hat der Bauer dann beigedreht? Ja, der konnte nicht mehr auf sein Feld fahren. Ja, weil das fast in den halben Weg reingegangen ist. Ja, ja, ja. Hat der sein Feld praktisch so groß gemacht. Dann haben sie dann das obere Grundstück, da war nicht bebaut, da haben sie dann das weggemacht, dass er reinfahren konnte. Ja. Wo Sie irgendwie, Sie haben eben gesagt, Herr Morgenthaler, 50 Meter Abstand. Ich wäre ja manchmal froh, wenn ich 50 Meter Abstand zu manchen Nachbarn hätte. Mhm. Wenn ich also überlege, was ich alles hören darf von den Nachbarn, die also im Maudach, wo ich ja nun wohne, die Straßen sind nicht sehr breit. Ja, ja. Das heißt, ich kann fast durchs Fenster, na gut, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich kriege akustisch sehr viel mit, besonders da liebe Nachbarn sind, die also null Rücksicht nehmen und ihre Lautstärke da so machen, dass ich einfach alles hören muss. Mhm. Und dann denke ich, also mein Gott, mach da mal 100 Meter dazwischen, dann wäre das besser. Mhm. Ja, haben Sie sowas auch erlebt, Herr Treves? Also ich glaube jetzt gerade zum Beispiel in dem Haus, in dem wir wohnen, ist es auch eine Eigentümergemeinschaft, die sind aber teilweise vermietet. Die 3 Erdgeschosswohnungen, die da sind, ist optimal. Also links von uns wohnt ein junges Ehepaar mit einem kleinen Sohn. Für den verstehen wir uns super, wird auch gegrillt ab und zu. Rechts ein älteres Ehepaar, einfach richtig klasse. Aber ist eben dann dieser Querulant. Und da ist es vor Jahren passiert, es hat auf dem Balkon unten drunter jemand gegrillt. Oh. Und da hat er Wasser auf den Grill draufgekippt. Solche Geschichten. Und wir haben auch dann überlegt, wir sind in einem, das sind 3 Wohnungen, das ganze Haus, ist in der kompletten Siedlung eingebaut und unter Tiefgarage und die Tiefgaragen, das Dach ist begrünt als Sondernutzungsfläche, darf nicht benutzt werden. Es gibt auch nur einen Abgang in die Tiefgarage als Fluchtweg, den brauchen wir ja, wenn man wirklich mal was passiert, dass man raus kann, aber diese Fläche darf eben nicht genutzt werden und die nutzen diese Fläche halt gerne, obwohl sie es nicht dürfen. Und dann kommen aber wieder diese Themen, dass dann jemand im Haushalt ist, der regt sich da auf oder die regt sich auf. Und ich glaube, ungefähr so 3 bis 4 Mal ist garantiert irgendein Gerichtsstreit pro Jahr in dem Haus mit eben unter anderem diesen Bewohner und auch anderen. Es ist wirklich furchtbar. Und dann kommen das denn insgesamt, die da wohnen? Insgesamt wohnen, eine Wohnung steht leer, die wird momentan ausgeräumt. 6, 8, das sind 8 Parteien. Stimmt. Genau, erstes, zweites, jeweils 3 und dann, doch 3 richtig, ja. 6 insgesamt, 8. Warum ist denn nicht möglich, frage ich mal in die Runde, dass man da Frieden schaffen kann? Das ist die Kommunikation. Und das ist die Art und Weise, wie kommuniziere ich und wie fühle ich mich selber wohl. Und ich meine, bei dieser jungen Familie, die haben 2 Kinder, das ist immer so mein Eindruck, die sind sehr zurückgezogen. Das sind nicht unbedingt jetzt Menschen, die andere Menschen lieben. Und die fühlen sich dann auch eher ausgegrenzt. Und eher sogar so, die eine ist dann eher ganz brutal, die nimmt dann andere in Beschlag. Und sobald die dann sagen, ey, halt, es ist zu viel, bisher nicht weiter, nicht jeden Tag in meiner Haustür stehen und klopfen und reinkommen und das geht einfach nicht. Das heißt, da fehlt die soziale Distanz. Und wenn dann da mal eine Grenze gesetzt wird, dann grenzen die sich aus. Und das ist ganz extrem in dem Fall. Frau Kress, Sie wohnen ja jetzt auch in einer Mietwohnung. Sind da auch noch andere Parteien mit drin in dem Haus? Ja, also meine Nachbarin, muss ich sagen, wie ich eingezogen bin, 2010 war das, da hat die mir immer Essen gebracht. Die hat mich eingeladen zum Grillen. Ja. Und das ist die ganze Zeit lang gegangen. Und auf einmal plötzlich nichts mehr. Von heute auf morgen. Ohne irgendwie erkennbaren Anlass. Gar nicht. Ich weiß bis heute noch nicht, warum. Jetzt, sind Kontakte ganz abgebrochen? Wenn wir uns im Flur begegnen, guten Tag und so. Aber das war's dann. Mehr nicht. Ja. Und haben Sie eine Idee, wo das herkommt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ja schade eigentlich, wenn sowas gut beginnt. Ne? Man hat dann ein gutes Nachbarschaftsverhältnis. Ich meine, also ich kann mir vorstellen, jeder will ja eigentlich zufrieden wohnen und in Ruhe gelassen werden, auch sein dürfen, wie er ist.
Natürlich wissen wir alle, dass wir Rücksicht nehmen. Wir grünen also nicht darum. Und ich sitze auch gerne draußen, ich grille auch gerne. Aber ich nehme mal für mich in Anspruch, dass ich nicht so viel Lärm mache, dass die anderen da genau mitkriegen, welche Würstchen ich jetzt gerade auflege. Aber Sie haben ja in der Schweiz gelebt, Herr Drews. Ist das da anders mit Nachbarn, eine andere Kultur? Oder wie, was können Sie dazu sagen? Also das ist genau das Gleiche wie hier, definitiv. Weil wir haben hier multikulturelle Nachbarschaften und in der Schweiz genauso. In dem Haus, in dem ich gewohnt habe, wir hatten genauso 6 oder 7 Nationalitäten. Das heißt, über Italiener, über Albaner, die jetzt Nachbar gegenüber waren, wirklich komplett dasselbe. Und wir hatten auch ein Paar, die haben eine Zeit lang gemeinsam in einer Wohnung gewohnt und haben dann irgendwann gemerkt, es geht nicht mehr. Und da haben die nochmal eine zweite Wohnung in dem Haus genommen. Und da wurde es aber noch lauter, weil die haben sich dann wirklich von Balkon zu Balkon gegenseitig angeschrien. Italienische Leidenschaft könnte man jetzt sagen, aber das ging schon weit darüber hinaus, die italienische Leidenschaft. Und es geht sogar so, das System ist eh ein bisschen anders. Wir haben eine Waschküche in der Schweiz zum Beispiel. Mhm. Das heißt, da gibt es so Münzautomaten, da muss man Geld reinschmeißen, dass man Wäsche waschen kann und so. Und die wurden dann teilweise blockiert und gesperrt oder sogar abmontiert, zerstört und auch natürlich aufgebrochen, alles Mögliche. Es ist dann wirklich schon, also da fragt man sich, was das soll, aber es ist nicht anders wie hier. Es passiert hier genauso. Ja. Und jetzt könnte man denken, es ist eine kleine Gemeinde mit 4000 Einwohnern. Das ist nichts anderes wie hier. Ob ich jetzt hier in einer Großstadt wohne oder in der Schweiz auf dem Land, das ist kein Unterschied. Mhm. Ja, wenn ich mir vorstelle, man zieht also, wie Sie jetzt, Frau Krester, irgendwo ein und am Anfang bemüht man sich ja, wie kann es dann zum Umkippen kommen, dass so aus einer guten Situation plötzlich was anderes wird? Hat man sich satt aneinander gesehen oder was würden Sie denn da aus Ihrer Erfahrung sagen können, Herr Morgenthaler? Ich muss ehrlich sagen, ich frage mich das auch immer, wie so Nachbarschaften erodieren. Ja? Ich habe auch keine richtige Erklärung. Mhm. Ich meine, am Anfang bemüht man sich ja, da akzeptiert man vielleicht auch mehr. Mhm. Und fällt einem dann irgendwie auf, dass der doch vielleicht blöd ist oder schon immer so komisch guckt und so? Oder also Marotten hat? Also ich habe mir das überlegt, bei unserem Haus war es wohl so, dass sich die Nachbarn zunächst einmal ja auf einen Kompromiss eingelassen haben. Ja. Und zwar auch auf einen vernünftigen Kompromiss. Ich meine, 300 Euro für so 6 Quadratmeter ist kein schlechter Preis. Mhm. Ja. Und dass sie sich dann irgendwie düpiert gefühlt haben, ja, durch die Tatsache, dass die Eigentümergemeinschaft gesagt hat, April, das machen wir nicht. Mhm. Ja. Und es ist dann auch tatsächlich weitergegangen, ja. Dann ist irgendwann mal der Grenzstein verschwunden, ja. Ach, hat der Nachbar den dann so... Weiß ich nicht, aber irgendwie war plötzlich der Grenzstein nicht mehr an dem Platz, wo er vorher gesessen hat, ja. So. Und ganz arg eskaliert ist es dann, als der Nachbar irgendwann mal an einem Samstag mit auf dem Bulldozer saß, ja, und versucht hat, unseren Zaun abzureißen, ach. Ja. Also ein Verhalten, das ich vorher nicht für möglich gehalten habe, ja. Der kam tatsächlich mit dem Bulldozer? Der kam mit dem Bulldozer, er hat es vorher angekündigt gehabt, das muss man fairerweise sagen. Okay. Wir haben es nicht ernst genommen, weil wir das nicht für möglich hielten, ja. Und er hat tatsächlich irgendwann mal auf dem Bulldozer gesessen, ja, und ist auf den Zaun los. Und dann habe ich die Polizei gerufen, ne, und gut, dann hat er es in dem Moment eingestellt, aber dann ist es eben vor Gericht gegangen. Ja klar, sowas. Klar, und dann, also immer wenn eine Sache vor Gericht ist, die dann noch einmal zu deeskalieren, ist sehr, sehr schwer. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe immer wieder Versuche gemacht zu deeskalieren, aber das war dann schon zu spät, Ich meine, er hat ja praktisch Selbstjustiz ausgeübt. Wenn er da mit dem Bulldog auf den Zaun losgeht, ist das Selbstjustiz. Ja, ja. Das war aber bei Ihnen, Frau Kress, mit Ihrer Mauer damals an dem Feldweg nicht der Fall, dass der Bauer da mit dem Traktor dagegen ist. Das hat er gelassen. Und Gülle hat er auch nicht rübergekippt. Nee, hat er auch nicht. Das kennt man ja auch, dass dann liebe, nette Leute da so irgendwelche Schweinereien machen. Nicht? Und ich weiß es vom Land her, von meiner Verwandtschaft aus dem Hunsrück, lange, lange her, die haben auch durchaus mit Gülle agiert. Nicht? Und da wurde da halt eben mal da ein Haufen Gülle hingesetzt oder Mist dann auch hingesetzt, einfach nur um die Leute zu ärgern. Ja, und ich frage mich aber trotzdem ab, Sie sagten ja, Herr Drews, in der Schweiz ist es auch so, also das heißt, wir haben da keine Unterschiede. Definitiv nein. Ja. Überall, wo Menschen aufeinandertreffen, die nicht miteinander kommunizieren können
Und dann ist das Nächste, ich brauche bloß unterschiedliche Nationalitäten haben, dann macht die Person, isst, lebt, denkt anders wie wir, dann bekommt ein Mensch Angst, denkt über den anderen irgendwas Schlimmes oder sowas. Oftmals kommen dann auch wirklich auch irgendwelche Neidfaktoren mit dazu und solche Dinge, die wir einfach nicht einschätzen können, was da jetzt wirklich abgeht in dem Kopf. Ich denke einfach, wenn ich jetzt mit mir selber zufrieden bin, da kann ich auch eigentlich andere einfach so leben lassen, wie sie es wollen. Weil ich möchte nicht, dass die an mir irgendwo rumdoktern und mich kritisieren oder mich versuchen, irgendwo in ein Schema zu pressen. Genauso darf ich andere Menschen nicht in ein Schema pressen. Und das ist etwas, was halt viele versuchen. Ja. Irgendwo. Ja, ja, genau, dass sie dir da reinpressen. Ich komme mal zu dem Thema, was damit ja zusammenhängt, Rücksicht. Rücksicht, da heißt ja auch, dass man berücksichtigt, dass da neben mir noch andere Menschen sind. Was ist da zumutbar? Es gibt ja auch ein Gesetz für öffentlichen Lärm, dass man sagt, bis 10 Uhr darf also Partymusik sein und so weiter. Wo würden Sie da für sich aus so Zumutbarkeiten ansehen, Herr Drews? Bleiben wir gleich noch bei Ihnen. Zumutbarkeiten ist, wenn ich wirklich eine Feier machen will, dann kündige ich die vorher an, nicht einen Tag vorher, sondern es gibt ja immer überall eine Möglichkeit, ein schwarzes Brett im Haus oder in den Briefkasten was reinzuschmeißen, zu sagen. Und das Beste ist in dem Fall, sorry, ihr seid alle herzlich eingeladen, kommt mit, ich feiere meinen Geburtstag, was auch immer. Ja, ja, ja. Dann erkündige ich einmal meine Party an und lade sie auch gleichzeitig mit ein. Ist eigentlich die beste Möglichkeit, dann darf sich eigentlich keiner beschweren. Hätte ja kommen können, aber Beschwerden kommen trotzdem. Und dann denke ich, ist es aber trotzdem schon sinnvoll, auch dass ich als Partygebender Rücksicht nehme, wenn ich halt weiß, das Haus ist hellhörig. Das wissen wir, weil schließlich hören wir die Nachbarn auch husten und sich streiten über die dreckige Unterwäsche und solche Sachen. Das heißt, dann reduziere ich ich hatte es auch schon mal erlebt, dass dann die Polizei vor der Tür steht. Das ist nicht bei mir, sondern bei einem Freund. Und es ist dann kein angenehmes Gefühl, wenn die dann zum dritten Mal vor der Tür stehen. Ja, klar. Hm. Frau Kress, Sie leben ja jetzt, Sie haben ja eben die Geschichte erzählt von Ihrer Nachbarin, die dann plötzlich den Kontakt abgebrochen hat. Gibt es bei Ihnen auch sowas wie gemeinsames Feiern oder sowas? Nee, kommt gar nicht vor. Das Haus ist eigentlich ruhig. Ist ruhig? Ja. Sie haben sonst keinen Lärm irgendwie nachts um 11 oder sowas? Ich habe ein Problem mit meiner Nachbarin, zum Beispiel, wenn ich mein Enkelkind bei mir habe. Ja. Und die tanzt halt. Und dann, wenn die es nur ein bisschen auf den Boden tippt, dann kloppen die schon an die Wand. Wie alt ist das Kind? Die ist 6 jetzt. Ja. So. Das heißt also, die lauern praktisch, ob sie irgendwas hören? Ja, wenn das erste Mal nur ein bisschen tanzt oder was, kloppen sie schon gleich an die Wand. Und was machen sie dann? Ja, ich sag dann halt meinem Enkelkind, sie soll es hinsetzen. Ja. Das ist schlimm für mich. Ist das jetzt nur nach 10 abends oder? Nee, das ist um 7 abends oder so. Ach, ja. Nee, das ist so etwas, was mich ein bisschen ärgert. Herr Morgenthaler, was kann man denn da tun? Was würden Sie denn so empfehlen in solchen Situationen? Meinen Sie jetzt auf rechtlicher Ebene oder auf sowohl als auch? Also auf der rechtlichen Ebene ist es eigentlich ganz klar, ja. Also Kinderlärm kann man nicht verbieten. Ja, das steht nicht im Gesetz, aber das habe ich selbst mal erlebt beim Landgericht Frankenthal, wo es auch um so einen Nachbarstreit ging, um Lärm und dann, wo sie sich über die Kinder beschwert haben. Es waren, glaube ich, auch noch Italiener, ja, die so. Und dann hat es der Kammervorsitzende ganz klar gesagt, Kinderlärm kann man nicht verbieten, den muss man ertragen. Ja. Ja, so. Auf der rein tatsächlichen Ebene ist es natürlich immer gut, wenn man miteinander reden kann. Ja. Ne? Aber ich verstehe natürlich auch, dass Sie unter Umständen Angst haben, dass die Nachbarn Sie dann blöd, dass Sie dann auf die Nachbarn zugehen und die verhalten sich dann blöd. Ne? Ja. Dass man praktisch nochmal in eine schlechte Position kommt. Dass man nochmal in eine blöde Position kommt und sagt, jetzt bin ich dem mit offenen Händen begegnet, sozusagen, und jetzt behandelt er mich so. Ja, ja, wo Sie sagen Kinderlärm, da gibt es ja auch das bekannte Problem, immer wieder auch in der Zeitung zu lesen, Spielplatz. Als Nachbar hat man einen Spielplatz. Ja. Oder Schulhof war ja auch schon der Fall. Ne? Klar. Und auch da prozessieren ja die Leute bis zum geht nicht mehr. Ja. Und der Kinderlärm ist nun mal da in Schulen. So ist es. Ist nichts zu tun. Und wo ein Spielplatz ist, der wird ja deshalb da eingerichtet. Genau, Es ist da. Ich habe in Fürth Eigentumswohnungen besessen. In den ehemaligen Barracks, das heißt, es sind ja aufgearbeitet worden, saniert worden. Und man weiß ja ganz genau, in diesen amerikanischen haben sie sehr viele Spielplätze, wo Basketball etc. Und das heißt,
mir ist ganz klar, damals vom Verkäufer gezeigt worden, das ist die Landschaftsnutzungsfläche, das ist der Plan, so schaut es aus, das ist hier, hier sind Spielplätze, hier sind Spielplätze, da ist ein Bolzplatz ja. sogar und so weiter und so fort, hier ist eine Schule, hier kommt eine Kulturhalle hin etc. Das heißt, beim Kauf wurde ich schon informiert, dass diese Sachen vorhanden sind. Ja. Ist ja auch gut, weil es sollte ja als familienfreundliche Siedlung aufgebaut werden. Ja. Das heißt, jeder Käufer, jetzt gab es aber ein junges Paar, also nicht junges Paar, sondern es war eine Wohngemeinschaft, was auch immer, zwei Frauen, die beide halt in der Pflege tätig waren, das heißt Nachtdienst gemacht haben und mussten langsam überschlafen. Das heißt aber letztendlich, die haben genau gewusst, da genau gegenüber von ihrem Schlafzimmerfenster, zukünftigen Schlafzimmerfenster, ist ein Spielplatz. Und zwar kein kleiner, sondern es waren große Spielplätze. Die haben so lange geklagt, bis der Spielplatz entfernt werden musste und die haben auch gewonnen. Warum auch immer, das ist Rechtsprechung. Warum auch immer, ja. Warum auch immer, das ist Rechtsprechung, weil es ist immer die Frage, was war zuerst da? Ja, das ja. ist mit dem Biergarten genau das Gleiche. Ich baue da ein Haus hin, ich weiß, das ist ein Biergarten. In 20 Jahren klage ich dagegen, dass der da weg muss oder schließen muss um 10. Was ja, ja auch, das ist genau das Gleiche. Auch das ist Nachbarschaft. Ja. Es ist ja nicht nur diese Nachbarschaft, sondern es sind ja auch eben dann gerade Kneipen und Fußballplätze, Stadien oder andere öffentliche Flächen, wo auch dann eben viel Verkehr ist, Personenverkehr. Mhm. Und irgendwann stört es mich dann. Ja. Keine Ahnung, warum. Ja, ja gut, ich meine, wenn Sie so eine Wohnung kaufen in einem Gebiet, das also auch ausgewiesen ist, mit Spielplätzen, Bolzplätzen, was weiß ich, alles Mögliche. Ich sag mal, das ist ja dann auch nicht der Höchstpreis, der mit einer reinen Parkanlage dann vielleicht zu erzielen wäre. Mhm. Das heißt, der Käufer nimmt das ja in Kauf, richtig. Wartet eine Zeit und sagt dann, das will ich jetzt nicht. Ja. Ich kenne das also zum Beispiel auch von Käufen, wo man im Flugplatz von Berlin, in dem Berlin-Brandenburg bekannten Objekt, Grundstücke sehr preiswert verkauft hat. Die Leute haben sie gekauft, so billig kriegen wir nie was, aber die wussten alle, da fliegen Flugzeuge ja, drüber. Ja. Nicht? Und jetzt wird gegen Fluglärm geklagt. Das ist genau das Gleiche. Kinderlärm. Sie haben ja gesagt von Ihrer Enkelin, die also da getanzt hat. Wie war denn das bei Ihrer Tochter damals? Gab es da auch irgendwelche Probleme mit Nachbarn wegen Kinder? Nee, eigentlich nicht. War eigentlich nicht so der Fall. Nee, war nicht der Fall. Aber mein Engelchen, wenn die jetzt kommt, dann fragt sie immer, ist die Birgit zu Hause? Ah, das ist die Bekannte, ja, die, Nachbarn, die da gegen, was, gegen das Tanzen was hat. Da fragt sie immer, ist die zu Hause, ob sie dann rumspielen darf oder ja. so. Ich kann die ja nicht anbinden. Ja. Aber dann die Nachbarin hat gesagt, das ist, als wenn ein Elefant rumtappt. Ja, gut, das sind natürlich Empfindlichkeiten von Menschen, wo man nicht weiß, was da gerade bei denen abgeht. Vielleicht suchen die auch nur Streit oder ärgern sich sowieso über sie vielleicht, weiß man ja nicht. Und finden das als willkommenen Anlass, da ihnen ans drüber zu geben. Ich glaube eher, dass bei denen der Neid. Der Neid? Ja, ich glaube, dass die unheimlich neidisch sind. Auf weil die das, Enkeltochter? Weil ich mich mit meiner Tochter so gut verstehe. Ja. Dass und das mit dem Enkelchen alles so gut klappt. Ja. Na, da können Sie ja eigentlich stolz drauf sein. Ne? Ja, dass bin ich auch. Ja, genau. Und Sie ja. denken dann, dass die Ihnen das ja, neiden. Ja, das gönnen die einem nicht. Ja. Mhm. Mhm. Ich kenne das ja auch. Ich meine, ich habe nun auch einige Kinder. Und es war zum Glück so, dass da, wo ich gewohnt habe, auch andere Kinder waren. Und dann war das Problem eigentlich gedämpft. Dadurch, wenn dann andere da sind, ich habe dann immer versucht, die noch zusammen zu mixen. Und damit konnte dann niemand irgendwie rummeckern, auch wenn Männer mal allein und Kinder sind nicht leise, dann da waren. Aber durch diesen Mix mit den anderen war das eigentlich relativ gut ausgeglichen. Ich komme noch zu einer ganz anderen Frage. Nachbarschaft mit Ausländern. Das war ja in meiner Kindheit überhaupt kein Thema. Es gab praktisch keine. Und dann kamen die Gastarbeiter und wir wissen ja auch, dass die nicht unbedingt nicht alle immer offen sind nach außen, auch mit der Kontaktpflege. Wie erleben Sie das denn, Herr Drews? Also ich muss sagen, wir sind jetzt haben sehr, sehr viel Glück, weil wir haben ein ganz junges Ehepaar, die haben ein kleines Kind, beide aus Bulgarien, mit denen verstehen wir uns sehr, sehr gut, treffen uns auch regelmäßig am Flur und sprechen, reden, grillen gemeinsam, mal sitzen wir bei Ihnen am Balkon auf der Terrasse, mal Sie bei uns und es gibt eigentlich immer was zum Sprechen. Wenn ja. die im Urlaub sind, dann kriegen wir einen Schlüssel und umgedreht genauso. Das heißt, da ist ein Vertrauen da, das macht auch Spaß. Gibt aber auch eben wiederum andere Geschichten, wo ich die italienische Familie, wo ich einfach sage, ja. die schreien da wirklich im Haus, dass man wirklich nicht mehr zur Ruhe kommt. Und ich meine, was interessieren mich denn die Probleme von den anderen? Das ist,
hat auch etwas mit Respekt zu tun. Das Thema war ja eine in der letzten Sendung mit dabei. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, wenn ich respektiert werden will, muss ich auch andere respektieren. Und einfach mal überlege, wenn ich jetzt in der Situation wäre und muss mir selbst zuhören, würde mir das gefallen? Und ich denke, ich möchte es auch nicht haben. Also ich möchte nicht in der Situation sein, dass ich da im Stockwerk drunter wohne und oben drüber wird gestritten und gezofft und so, was weiß ich, teilweise mit Messer aufeinander losgegangen und solche Sachen, was ja auch davor wirklich vorkommt. Wir lesen es ja jeden Tag, tagtäglich in der Tagespresse. Also ich glaube, das ist einmal Rücksichtsnahme. Ja. Und ich muss halt auch immer wieder mal selber in den Spiegel schauen, möchte ich das eigentlich, dass ich in der Situation bin, wenn andere mir zuhören müssen? Ich glaube nicht. Also Respekt und Sicht. Gibt es da Unterschiede zwischen deutschen Nachbarn und ausländischen Nachbarn? Also in unserem Umfeld nicht, in Maudach. Ja. Also dieser Nachbar ist zum Beispiel türkischer Herkunft, ja, und seine Frau ist Polin, ja. Aber das Verhalten ist, das ist einfach, das ist, ich würde nicht sagen, dass es davon geprägt ist. Es gibt nicht grundsätzliche Unterschiede. Nein, würde ich nicht sagen. Ja. Mhm. Ich meine, wir wissen ja auch, dass im Ausland, Sie haben das ja von der Schweiz erwähnt, ich habe ja auch eine Zeit lang im Ausland gewohnt, das ist auch nicht viel besser, nur vielleicht ein bisschen anders, die Nuancierungen und so. Da gehe ich mal noch auf einen anderen Punkt über. Frau Kress, Nachbarschaft kann ja auch sein, wir sitzen jetzt zusammen hier als Nachbarn, dann sitze ich im Bus oder in der Straßenbahn, habe meinen Sitznachbarn neben mir und dann fängt er an zu telefonieren und erzählt da wunderbare Storys. Kennen Sie sowas auch? Nein, eigentlich nicht. Hast du nicht erlebt? Nein. Ja. Kennen Sie das, Herr Drebs? Definitiv, da ich jetzt ja auch wieder sehr, sehr viel Straßenbahn fahre, seitdem ich in Mannheim bin. Ja. Ich habe aufgegeben, Auto zu fahren, brauche ich nicht mehr. Also meine Partnerin hat ein Auto, ist ganz klar, es reicht auch. Und da ist man oft wirklich dann Zeuge von Unterhaltungen, die man eigentlich nicht hören möchte. Also da wird wirklich dann unterhalten sich, was weiß ich, junges Paar oder Freundinnen oder auch, das sind, komischerweise ist es echt manchmal so, dass die lauter reden. Ich weiß nicht, Männer telefonieren auch, aber ich habe andere Dinge habe ich festgestellt. Mhm. Da wird sich echt dann über Dinge unterhalten, die ich eigentlich sage, das geht mich nichts an. Das sind Sachen aus dem Nähkästchen, von der letzten Nacht oder was auch immer, wo ich einfach Dankeschön, danke für die Information, aber hätte ich nicht gebraucht eigentlich. Also es sind ja auch Dinge, wo ich mich dann fragen darf, würde ich das sagen, was derjenige da sagt? Was sind das für Menschen, die das einfach tun? In dem Moment, wenn ich einfach alles um mich herum ausblende und habe die beste Freundin oder den besten Freund am Telefon, vielleicht vergesse ich einfach die Situation, in der ich bin, ich weiß es nicht. Ich denke, ich glaube, die vermerken das eigentlich sogar gar nicht mehr. Das ist so alltäglich geworden, so normal, dass ich mein Smartphone dabei habe und rangehe, sobald es klingelt, ist es ja, wenn ich jetzt in der Schule, ist es genau dasselbe. Die Kinder sind sowas und die gehen ran oder die Jugendlichen, das Telefon klingelt und gehen ran, egal was gerade außen rum los ist. Also, kennen Sie auch so, Herr Morgenthaler? Natürlich, ich fahre auch relativ viel Straßenbahn. Ja. Ich muss sagen, ich sage dann nichts, sondern ich setze mich dann einfach weg, wenn es mir auf die Nerven geht. Mhm. Also ich habe das auch schon so gemacht, dass ich die Leute angesprochen habe, gesagt, eigentlich interessiert mich nicht, was Sie sagen. Ja, dann brauchen Sie ja nicht hinzuhören. Sag ich, ich kann mir leider die Ohren nicht zumachen. Die Augen kann ich verschließen, aber die Ohren nicht. Vielleicht sind Sie so nett und sprechen zumindest etwas leiser. Mhm. Manchmal wirkt es, manchmal kriegt man aber eine blöde Anmache. Willst du einen in die Fresse? Das kann dann auch sein, aber da weiß man, mit welchem Niveau man es zu tun hat. Ne? Das ist dann also auch so eine Sache. Eine andere Nachbarschaft, Herr Morgenthaler, Büronachbarn. Meinen Sie, das innerhalb eines Büros? Oder? Innerhalb und wenn Sie, ich sag mal, Sie haben eine Kanzlei und da ist ein Bürogebäude, sind noch mehr Büros. Wie funktioniert da? Haben Sie da Erfahrung drin? Also das Haus, in dem ich jetzt bin, da ist nur eine Kanzlei und ansonsten sind Wohnungen. Vorher das Haus, da waren mehrere Gewerbeeinheiten. Also ich muss sagen, wir haben uns gut verstanden. Ja. Wir haben uns gegenseitig geholfen und Also im Grunde eine Interessenwahrnehmung. Richtig, ja. Und auch eine Rücksichtnahme. Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also jeder hat im Grunde gewusst, ja, dass er für seine Kunden zugänglich sein muss. Ja. Da war also Rücksichtnahme gegeben. Würde ich sagen, ja. Das ist dann in dem Beruf. Warum ist denn das eigentlich nicht möglich im Privatleben? Also ich denke, es hat damit zu tun, dass wir gemeinsames Interesse hatten in dem alten Haus. Ja, wir wollten, dass das Haus gepflegt ist. Wir wollten, dass das Haus
für Kunden, unsere Kunden zugänglich ist. Wir wollten nicht, dass irgendwie Kunden blöd angemacht werden. Da war ein gemeinsames Interesse da. Ja, das ist ja unter Umständen in Wohngebäuden nicht der Fall. Ne? Ja. Also man sollte schon ein gemeinsames Interesse haben, nämlich dass man gut miteinander auskommt und dass man auch mal ein Fest zusammen feiern kann. Ja? Ja, ja. Aber das ist nicht von vornherein der Fall. Ja. Frau Kress, haben Sie gewusst, als Sie jetzt in die letzte Wohnung eingezogen sind, was das für Leute sind, die da mit Ihnen wohnen? Nein, habe ich nicht. Das heißt, Sie sind also blind da rein und mussten das erleben, was dann kommt, mit all den Konsequenzen. Ja. Sie haben ja zu Anfang von der einen Mitbewohnerin gesprochen, wo Sie jetzt keinen Kontakt mehr haben. Wie ist denn das Verhältnis zu den anderen Mitbewohnern bei Ihnen? Jetzt bei uns im Haus. Bei Ihnen im Haus. Habe ich eigentlich gar keinen Kontakt. Wenn ich die sehe, guten Tag und guten Weg, aber sonst nichts. Kann das dann zu so Geschichten führen, dass jemand, ich sag mal jetzt sehr krass, tot in der Wohnung liegt und wochenlang nicht gefunden wird, weil man das einfach nicht bemerkt? Das könnte dann passieren, ja. Ja, die Frau Kress haben wir schon 4 Wochen nicht mehr gesehen. Was ist eigentlich los mit der? Also ich habe, vorne ist noch ein Block, da wohnt ein älterer Mann. Mhm. Und der schläft morgens um 9 Uhr, macht er den Laden hoch. Mhm. Und dann haben wir auch mal geguckt, war 14 Tage der Laden nicht hoch. Mhm. Da haben wir auch die Polizei verständigt. Ja. Dann war der so böse, der war bei seiner Schwester auf Besuch. Da habe ich gesagt, da kann man doch Bescheid sagen, dann weiß man doch, was los ist. Ja, 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 ja. Aber das geht natürlich nur dann, wenn der Nachbarschaftskontakt dann auch da ist. Ja, den Mann kenne ich auch nur, wenn er am Fenster ist, guten Tag, und mehr auch nicht. Ja, also er hat auch kein Interesse daran, da was zu pflegen. Nee, der überhaupt nicht. Ja, ich meine, dass Sie dann die Polizei holen, finde ich eigentlich sehr, sehr klug. Nämlich, Sie wissen ja wirklich nicht, was los ist. Sie sehen, jeden Morgen geht der Laden hoch und jetzt nicht mehr. Was mag da passiert sein? Ja, die Frage ist ja berechtigt. Und der Briefkasten hat sich gefüllt mit Werbung und mit allem. Der war komplett voll. Ja, ja, ja. Da kann man sowas denken. Ja. Ja. Da war der war noch richtig frisch, was uns das angeht. Und wir sollen uns um die eigenen Sachen kümmern. Also war persönlich beleidigt und hat da auch zurückgeschlagen. Hat also auch gar nicht kapiert, dass Sie eigentlich nur eine Fürsorgepflicht wahrgenommen haben, indem Sie sich da die Polizei eingeschaltet hatten. Nee, das hat er nicht. Was hat die Polizei denn gemacht? Hat die Wohnung aufgebrochen? Die haben die Wohnung aufgemacht. Aufgebrochen und dann nachgeguckt. Ja. Ja, im Grunde kann ich sagen, ist das ein guter Gedanke. Herr Morgenthaler, was würden Sie dann von der Anwaltsseite empfehlen, wenn Sie sowas sehen? 14 Tage geht der Rollladen nicht hoch. Ja, das würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich 14 Tage gewartet hätte. Wir haben ja nicht ganz 14 Tage gewartet. Ja, gut. Aber er war 14 Tage nicht da. War er nicht da, ja. Also ich denke auch, das ist eigentlich irgendwo eine menschliche Pflicht, sich darum zu kümmern. Ja, also ich sehe das auch so. Ja. Dass ich dann... wo ich dann wohne, wohnt ja nur noch eine Partei mit im Haus. Und da ist es also auch so, wenn man da nichts hört, ich klopfe mal eben an. Da ist also noch der Mann vor knapp einem Jahr gestorben, die Frau alleine, dann höre ich lange Zeit nichts, dann gehe ich mal eben hoch und klopfe an. Ja, ich hatte mich nur heute Nachmittag hingelegt und geschlafen und deshalb bin ich den ganzen Tag nicht draußen gewesen. Das ist eigentlich eine Sache, die eigentlich in so einer engen Wohngemeinschaft selbstverständlich sein müsste. Haben Sie, Herr Morgenthaler, als Sie sich die Eigentumswohnung vor 25 Jahren zugelegt haben, gewusst, wer Ihre Nachbarn sind? Nee. Das Ding war noch im Rohbau, aber die Umgebung hat mir sehr gut gefallen. Ja. Da habe ich gesagt, hier ziehe ich auf jeden Fall ein. Ja. Und die Hausgemeinschaft war damals auch besser, als sie heute war. Ja. Da waren es zwar nur Eigentümer, die sehr stark daran interessiert waren, dass das Haus in Schuss ist. Ja. Ja. Und die untereinander auch gut kommuniziert haben. Ja. Ja, wir haben Feste zusammen gefeiert. Ja. Wir haben uns mal über die Situation unterhalten. Ja. Und jetzt sind es weniger Eigentümer und hauptsächlich Mieter. Und jetzt ist es leider etwas anonymer geworden. Ja. Ja gut, ich glaube, als Eigentümer hat man mehr Interesse daran, dass da eine gute Kommunikation stattfindet. Man ist ja darauf gebunden. Der Mieter kann immer noch sagen, dann ziehe ich aus. Ja. Also ich weiß, als bei uns gegenüber, vor 5 Jahren war es, glaube ich, dass so eskaliert ist, dass meine Frau und ich überlegt hatten, wir ziehen hier aus. Es ist wöchentlich 3-mal die Polizei, nachts um 2, morgens um 4, nachmittags um 6. Es war immer irgendwelcher Zoff und so weiter. Und entsprechend sah die Wohnung dann aus, als die Leute dann bei Nacht und Nebel verschwunden waren.
Wir haben ja noch sowas wie Nachbarschaftshilfen. Das geht ja jetzt mehr in den sozialen Bereich da. Das wird ja dann auch bewusst angegangen. Kennen Sie das auch, Frau Kress, Nachbarschaftshilfen? Kann ich jetzt gar nicht so drüber sagen. Ja, also das heißt, bei Ihnen würde sowas überhaupt im Moment gar nicht denkbar sein. Nee. Dass man sagt, man hilft sich gegenseitig oder man geht mal... Man geht mal, da ist jemand, der kann nicht mehr so, man geht mal für den einkaufen oder schleppt dem irgendwas. Nee, kenn ich. Da kümmert sich niemand. Das ist eigentlich schade sowas, ne? Dass solche Hilfsmöglichkeiten, gerade wenn man sieht, da ist jemand, der beeinträchtigt ist, könnte man doch tun. Ist das bei Ihnen so, Herr Triefs? Also in dem Bereich habe ich überhaupt keine Erfahrung, Nachbarschaftshilfe. Mhm. Auch in der Vergangenheit, in meinen vielen verschiedenen Wohnorten, ist es eigentlich gar nicht gewesen. Ganz im Gegenteil, da ist halt wieder auch die Erfahrung. Ich habe auch mal in Niederbayern gewohnt, also wirklich ganz ländlich. Mhm. Und da waren es halt wirklich noch 3 oder 4 Generationshäuser, ganz klar. Das, was es ja hier in der Stadt eigentlich überhaupt nicht mehr gibt, dass da 2 oder 3, also 2 ist schon viel, ganz klar, 2 ist normal, aber 3 Generationen, sehr selten, aber sogar 4 Generationen, da wurde dann schon untereinander geholfen, ganz klar. Ja. Aber das ist in der Stadt unüblich und Nachbarschaftshilfe habe ich mich selber überhaupt noch nicht damit beschäftigt, weil auch noch nicht im Umfeld von mir das notwendig war, das zu tun. Ja, ja, ja. Hm. Nee, was Sie sagen, ist ja praktisch dann auch die Hilfe innerhalb der Generationenfamilie. Ne? Genau. Das ist natürlich eigentlich ein Selbstverständnis. Mhm. Und wenn die nicht mehr kommt, gehen die halt ja eben auch auseinander. Ne? Die Nachbarschaftshilfe, da gibt es ja auch gesetzliche Regelungen dazu. Herr Morgenthaler, kennen Sie, glaube ich, auch. Nee. Also, dass das auch gestützt wird irgendwie. Es gibt ja auch Freiwilligenhilfen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das von der Aufmerksamkeit her, wenn ich irgendwo wohne und sehe, da ist ein Mensch benachteiligt, für mich ein Selbstverständnis ist, dass ich da mal nachfrage. Aber bei Ihnen ist es ja offensichtlich nicht so, dass man sich da nicht... Und Sie haben es im Nachbarschaftsbereich auch nicht so. Und bei Ihnen ist es auch nicht so bekannt. Also kürzlich habe ich zum Beispiel eine alleinerziehenden Mutter mit 2 Kindern, die bei uns im Haus wohnt, habe ich angeboten, die Sprudelkästen hochzutragen. Das ist mir aber aufgefallen, weil das eigentlich auch bei uns im Haus kein übliches Verhalten ist, dass man sich gegenseitig hilft. Ja, woran liegt das denn da so, dieses gegenseitige Helfen nicht mehr so in ist? Fehlende Zeit, fehlendes Interesse. Ich habe viel zu viel mit mir selber zu tun. Ich bin mit mir selbst beschäftigt. Mhm. Ich achte nicht mehr auf die anderen, nehme keine Rücksicht mehr auf die anderen. Wie auch immer, vielleicht weil ich auch denke, die nehmen keine Rücksicht auf mich. Warum soll ich da Rücksicht nehmen? Ich denke, es ist immer so, den ersten Schritt zu tun, wie Sie auch mit den Kästen hochtragen. Wie hat die Frau reagiert, die Mutter? Ja, die Mann hat sich natürlich bedankt. Ja, klar. Ja. Ja. Ist das ein mangelndes Gemeinschaftsgefühl? Vielleicht auch, ja. 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 Also man weiß ja, in der Zeit, wo es einem schlecht geht oder wo es allen schlecht geht, ich denke an die Nachkriegsjahre, meine Generation kennt das ja noch, Sie kennen das auch, Herr Morgenthaler, da war es ein Überlebenszwang, dass man durch das Gemeinschaftsgefühl füreinander irgendwo da war. Mhm. Obwohl, ich will das nicht glorifizieren, es gab da ja auch genügend Neider, die also dem anderen nichts gegönnt haben. Aber wenn es den Menschen schlecht geht, sind sie eigentlich mehr bereit, etwas zu tun für andere, in der Hoffnung, dass sie dann selbst was kriegen. Mhm. Ja, und heute haben wir das nicht mehr. Wahrscheinlich nicht, ja. Ja. Was würden Sie denn für eine gute Nachbarschaft den Leuten mit auf den Weg geben? Herr Dreves, ich fange mal bei Ihnen an. Was würden Sie empfehlen, um eine gute Nachbarschaft einhalten zu können? Was sollte man da tun? Ich denke mir Respekt, Wertschätzung, Achtung, egal wo ein Mensch herkommt, wie alt, wie jung oder ob krank, gesund, was auch immer, indem ich einfach wertschätzend auf den Menschen zugehe, respektvoll, auch wieder diese Höflichkeitsformen, einfach mit freundlich sein, grüßen, guten Morgen, guten Tag, auch mal wirklich Interesse, wie geht es Ihnen, und dann auch stehen bleiben und wirklich reden und nicht nur so. Nicht im Vorbeigehen, richtig. Hallo, wie geht's und so weiter. Wir wissen ja, das ist ja die Frage, hallo, wie geht's, da wird im Prinzip 99% der Antwort ist Lüge. Das heißt, die Frage kann ich mir eigentlich ersparen, wenn ich nicht wirklich Interesse habe. Ich glaube, Wertschätzung, Respekt, aber da muss ich auch bei mir selber anfangen, indem ich den ersten Schritt tue und nicht immer warte, dass die anderen was machen. Ja. Frau Kress, was würden Sie denn unseren Zuschauern empfehlen für eine gute Nachbarschaft? Tja, was würde ich da empfehlen? Ich verhalte mich halt korrekt. Mhm. Das verlange ich auch von denen. Ja.
Also korrektes Verhalten und dann sollte es funktionieren. Ja, denke ja. ich mal. Herr Morgenthaler, haben Sie noch einen Tipp für unsere Zuschauer? Kommunikation. Kommunikation. Konflikte ansprechen und nicht laufen lassen. Ja. Frühzeitig ansprechen. Frühzeitig ansprechen, nicht warten bis zur ja. Eskalation. Richtig, ja. Und dann wird es nämlich schwierig. So ist es, ja. ja. Hm. Tolles Schlusswort. Ja, ich danke Ihnen, Frau Kress, Herr Treves, Herr Morgenthaler, dass Sie hier Gäste waren und so frei so ein bisschen in Ihr Leben Einblick gegeben haben und dass Sie uns da auch Ihre Meinungen dazu wissen ließen. Und unseren Zuschauern danke ich ganz herzlich, dass Sie Gäste bei uns waren und ebenfalls an dem Thema teilgenommen hatten. Dankeschön. Thank you.